Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind und wir heute Abend zusammen das Fastengebet und mit Fastenimpuls feiern können. Wir sind froh, dass Herr Rosenweg und seine Frau da sind und uns begleiten und uns schöne Musik machen, damit es auch ein bisschen stimmungsvoll ist. Wir haben auch ein kleines Fastenheftchen und Begleitheftchen kreiert. Das ist vom Gemeindeteam. Zusammenarbeit, wir auch zusammen haben das gemacht und das liegt nachher aus, das können Sie sich auch dann gerne mitnehmen. Wir sind mit Christus verbunden und dankbar für seine Gegenwart. Wir hören als erstes Musik.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt und stirbt, wird leben. Und jeder, der lebt und glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir hören das Sonntagsevangelium. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieses ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei: von den Toten auferstehen.
Wieso nimmt Jesus drei seiner Jünger mit auf den Berg? Sollen sie seine Verklärung sehen und die Stimme aus der Wolke hören? Meint er, sie bräuchten eine Stärkung ihres Glaubens? Wenn das so ist, dann geht es scheinbar gründlich schief. Petrus fällt bei dieser besonderen Erfahrung nichts Besseres ein, als drei Hütten bauen zu wollen. Dabei geht es mir manchmal ganz ähnlich. Wenn ich eine Situation besonders schön finde, wenn eine Erfahrung für mich ganz beglückt, wenn eine Landschaft mich beeindruckt, dann möchte ich das festhalten. Hütten bauen, dem flüchtigen Augenblick Dauer verleihen. Dass das nicht geht, weiß ich. Aber der Impuls zum Festhalten ist da. Denn nach jedem Gipfelerlebnis kommt unweigerlich der Abstieg in die Mühen der Ebene, in den Alltag. Die Erinnerung an das Schöne begleitet mich noch eine Weile, aber es wird schwächer mit der Zeit. Manchmal fühle ich mich ganz geborgen in Gott. Ich höre regelrecht die Stimme, die sagt: Du bist meine geliebte Tochter. Keine Not kann mich dann ängstigen und ich bin voll Vertrauen, dass Gott die ganze gebrochene Welt in liebenden Händen hält. Doch das sind nur kurze Momente, die ich eben auch nicht festhalten kann und die in der Erinnerung wieder verblassen. Und dann kommt der Alltag mit seinen Widrigkeiten, mit Zweifeln, mit Resignation oder auch unbändiger Wut über so viele von Menschen gemachte Ungerechtigkeiten und andere Katastrophen. Was könnten Petrus und ich also anders machen, besser machen, wenn wir eine solche Erfahrung, gar eine Offenbarung haben dürfen? Wahrscheinlich nichts. Wir Menschen sind einfach so. Wir wollen das Gute und Schöne festhalten und können es doch nicht. Was bleibt, könnte die Hoffnung sein, dass am Ende Auferstehung sein wird, dass die Momente der Geborgenheit in Gott das letzte Wort haben werden. Dass wir dann sehen und erkennen, hören und verstehen. Diese feste Hoffnung wünsche ich Ihnen von Herzen.
möchten Gott um sein Erbarmen bitten und nach jeder Fürbitte eine Kerze anzünden. Wir bitten dich, öffne unsere Augen für deine Schöpfung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Ohren für deinen Anruf. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Sinne für das Zwischenmenschliche, das Gute, das Schöne, das Friedvolle. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Sinne für unsere Verantwortung. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib uns die Kraft aufzustehen, wenn wir gefordert sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass dein Licht leuchten für alle Verstorbenen und nimm sie auf in dein Reich, wo sie geborgen sind, in dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, in deiner Gegenwart immer bei uns zu sein, unsere Herzen zu erfüllen mit deiner Liebe. Und du hast uns gelehrt, dein Gebet zu beten. Und das möchten wir jetzt gemeinsam tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
kommt es nur, dass wir das gegenwärtige Leben, unsere Zeit auf Erden, als getrennt von dir erfahren. Fremde sind wir, die nach ihrer Heimat suchen. Du, unser Herr und Gott, hast uns eine Antwort gegeben, die dem Menschen innen wohnende Sehnsucht lässt uns jenes Land in uns suchen, in dem unser Vater wohnt. Herr, erwecke in mir unter all den Nichtigkeiten vergänglichen Lebens den Funken Sehnsucht, der nach ewigem Leben verlangt. Lass mich meine eigentliche Bestimmung, das Berufensein in dir, nicht aus den Augen und dem Herzen verlieren. Amen. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend, ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Danke, ebenso. Wir werden